Das KTI ist für den ZKF in dreierlei Hinsicht enorm wichtig. Das erste sind Studien über Reparaturmethoden, über Arbeitszeiten, die für die ganze Branche enorm wichtig sind. Und hier ist es schön, dass wir als Gesellschafter diese Studien initiieren können. Das heißt, unsere Ideen werden dort verwirklicht. Das zweite Thema sind die Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, die im KTI in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden können, aber auch mit KTI-Mitarbeitern an unseren Standorten in Deutschland. Und das Ganze, und jetzt kommt der dritte Faktor, ist natürlich insoweit tragbar für den Markt, weil alle Beteiligten des Reparaturmarktes als Gesellschafter in der KTI mit am Tisch sitzen. Das, was Peter Börner hier beschreibt, ist einzigartig in unserer Branche. Wir sind hier zu Gast beim KTI. Bei mir ist Frank Leimbach, er ist Geschäftsführer des Kraftfahrzeugtechnischen Institutes hier in Kassel-Lohnfelden. Herr Leimbach, wie sieht es hier aus im KTI? Wir haben ja eine Lehrwerkstatt, in der wir jetzt hier gerade stehen. Was sind die Aufgaben des KTIs? Was beschäftigt Sie als KTI? Wir beschäftigen uns hier ganz grundsätzlich mit allen Reparaturmethoden. Insbesondere haben wir uns dem Thema hochfeste Stähle schon vor einigen Jahren zugewandt, aber auch das Thema Elektronik schon 2006 hier sozusagen auf Priorität 1 gesetzt. Das heißt, das sind genau die Themen, die auch heute wichtig sind. Fahrerassistenzsysteme, automatisiertes Fahren, basiert alles auf der Elektronik und wir sind da sehr tief eingestiegen, arbeiten zusammen mit der Automobilindustrie, aber auch mit den Zulieferern, die die Systeme herstellen. Hier in der Lehrwerkstatt haben ja auch viele Werkstätten die Möglichkeit, sich schulen zu lassen. Was ist der Inhalt der Schulung? Was passiert hier konkret? Und wo liegt der Nutzen für die K&L-Betriebe eigentlich? Unsere Lehrgänge sind sehr auf das Klientel zugeschnitten. Das heißt, wenn wir hier Lehrgänge für Betriebe machen, dann sind die sehr praktisch angelegt. Das heißt, hier werden praktische Tipps vermittelt. Wie gehe ich mit den entsprechenden Geräten um, ob das jetzt Füge- oder Trennverfahren sind, Außenausbausysteme. Was immer zum Einsatz kommt, wird hier sehr praktisch rübergebracht und natürlich auch die Fertigkeit, wie ich damit umgehe, wird geschult. Und wir fokussieren natürlich auch die Themen, jetzt neue Materialien, beispielsweise hier am i3, den wir hinter uns stehen sehen, wo wir halt Carbonfaser zum Einsatz gebracht bekommen haben durch den Hersteller. Wie muss ich da rangehen? Welche Dinge müssen dort beachtet werden? Das fokussieren wir dann. Das heißt, der Lehrgangsteilnehmer nimmt hier Dinge mit, die er schon am nächsten Tag auch in seinem Betrieb wieder umsetzen kann. Also es geht schon um aktuelle Reparaturtechniken, die hier vermittelt werden. Hier im Hause ist es so, dass die Versicherungswirtschaft ja mit am Tisch sitzt, sowohl als Gesellschafter als auch Beirat. Und Sie haben hier eigentlich auch einen Treffpunkt der gesamten Schadenwelt. Denn es sitzen Schadendienstleister mit am Tisch, es sitzt die Versicherungswirtschaft am Tisch und auch die Werkstattwelt, haben wir gerade von Peter Börner auch gehört. Die Frage für mich ist, was hat die Versicherungswirtschaft hier ein Interesse, mit am Tisch zu sitzen und mitzuspielen? Im Rahmen unserer doch vielfältigen Gesellschaft haben wir natürlich gerade die Versicherer sozusagen, die kein technisches Rückgrat in eigenen Häusern haben. Das heißt, die sind ganz besonders darauf angewiesen zu erfahren, welche technologischen Entwicklungen finden statt, welche Systeme sozusagen werden in die Fahrzeuge gebracht und was hat das für Auswirkungen auf die eigenen Kerngeschäftsfelder, eben insbesondere jetzt beim Thema Versicherung, Versicherungsdienstleistung, Prämiengestaltung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft sehr frühzeitig mitgeteilt bekommen, was für neue Entwicklungen sich in Sachen Technologie im Fahrzeug abspielen werden. Wir sind durch die Typzulassung von Fahrzeugen auch sehr nah dran, das heißt auch lange vor Markteinführung und können halt unsere Gesellschafter demzufolge entsprechend beraten. Gut, wenn wir einen Blick nach vorne werfen in die nächsten 5 Jahre, was wird da entscheidend sein in der Fahrzeugtechnik? Womit werden sich die Werkstätten beschäftigen aus Ihrer Sicht? Die Komplexität wird immer größer, die Anforderungen durch Assistenzsysteme, die ja auch adaptiv ausgelegt sein werden, wie aber auch das Thema automatisiertes Fahren in verschiedenen, ich sag mal, Levels, die halt nacheinander eingeführt werden, wird weitere Technologie ins Auto bringen und das instand zu setzen, überhaupt erstmal rauszufinden, was ist defekt, das ist die Herausforderung, dafür sind wir aufgestellt. Wir beschäftigen uns heute schon mit Reparaturmethoden, mit Einflussgrößen auf beispielsweise die Radarsensorik, wenn Radarsensoren, die im Fahrzeug verbaut sind, durch Stoßfänger abgedeckt sind, was passiert, wenn der Stoßfänger lackiert wird, foliert wird, gespachtelt wird, wie weit kann der Radarsensor auch seiner Aufgabe gerecht werden. Das sind Dinge, mit denen wir heute schon unterwegs sind.